Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog Dide. Moin, moin, Dide. Moin, moin, Dide. Und Akimoto bereiten gerade alles vor, damit wir jetzt circa 35 exzellente Koi aus Amazu fotografieren können. Mir geht es soweit wieder gut, Gott sei Dank. Und ja, wir sind gespannt. Makoto hat von einem erstklassigen Ergebnis gesprochen. Aber ich glaube, da konnten sich die und wir, die bei der IKEA dabei waren, schon selber davon überzeugen. Ich bin jetzt wirklich gespannt. Vor allem bin ich auf den Kundenkoi gespannt. Da hat Akimoto und Makoto gesagt, hat sich gigantisch entwickelt. Vor allem Körpervolumen bekommen. Und auch das, oder vor allem das ist natürlich für einen Jumbo-Koi auch wichtig. Ein Punkt, wo viele Jumbo-Koi nachher scheitern. Die wachsen zwar auf Größe, aber kriegen dann nicht dieses majestätische Volumen, was so gerne gesehen ist. Also, Ihnen viel Spaß. Tim wartet schon ganz ungeduldig, will nicht ins Bild laufen. Gute Erziehung genossen, der Junge. Er hat die Arme noch verschränkt. Na, nicht süd, der Herr Maske. Ah. Ach so. Also es ging um was ganz Praktisches, und zwar wenn wir Sugura abfischen in dieser 1,20 Meter Wanne, da können wir bis 80, 85 cm fotografieren. Danach wird es schwierig, und das Hochgelegene ist wichtig, damit die Koi auf den Bildern auch die Körperform nachher haben, die sie tatsächlich haben. Und jetzt sind sie am Überlegen, wie sie den Fuji-Pool, so ein Faltbecken, auch hochstellen können. Und da vorne Konishi unterhält sich gerade mit einer Dame von NHK. Das ist das nationale Fernsehen von, also wie ARD und ZDF aus Japan, öffentlich-rechtlich. Und die Dame guckt sich, das ist eine ganz bekannte Fernsehmoderatorin im Timsheim Alter. Und die guckt sich das heute an. Und bei der IKEA Gesugura möchten die dann hier filmen, möchten einen Beitrag über Koi machen. Das sind wir natürlich immer dafür zu haben. Und jetzt geht's auch gleich los. Okay. Tim versteckt sich. So, hier geht es los. Die Idee. Die Idee. Das ist ein bisschen seriös. So, Tamatama? Tamatama. Also, nach dem Zufallsprinzip, es geht mit einem sagenhaften Kinshova los. Ah, komm mit. Also da ist wirklich Japan. Hier sind jetzt noch die zwei Kameraleute gekommen, die Sugura aufnehmen werden. Wir sind jetzt einfach mal einen halben Tag hier, um nur mal zu schauen. Und hier haben wir einen exzellenten Kinshova. Die Madame ist gerade nass geworden. Die Grista. Nanzenji? 73. 73. 73 cm Yonsei. Yonsei. Shitsuai, ne? So, gigantische Qualität. Karada moi, ne? Moyo moi. Nande moi. Also ein herausragender Kinshova. Nani? Shashin? Also, Makoto hat gerade gesagt, es reicht ein durchschnittlich gutes Bild, ist kein Verkaufsfisch. Er geht als Elterntier in die Konishi-Koi-Farm ein und schaut sich das Tsubo-Tsumi an. Sore wa subarashii, ne? Ii ne. Hai, omedetto. Arigato. 73. Dann hat er was Shinkei-Shitsu, ne? Sie hat das noch nicht so oft gesehen. Da ist
jetzt noch überrascht. Erschreckt vor Wasser. Die Idee bringt schon den zweiten. Schober. Die Frau vom Fernsehen ist ganz aus dem Häuschen hier. Auch sehr geile Qualität. Namani. 72. Yonsei? Yonsei. 4 Jahre, 72. Auch begutachtet. Moin Moin Dide. Moin Moin Dide. Also, Schwarz hat er keines gedrückt im Naturteich, aber das kommt noch auf Shirochi, was über das Schiene. Shirochi to sumi to beni to moyo to karara. Ichiban itokoro wa? Schütze. Also, stärkste Kriterium bei ihm ist die Farbqualität. Das Besondere, das Weiß, das Schwarz. Itadigoidane. Akimoto ist gerade an einem 6-jährigen Showa dran, Nansenji. 79 cm. Ist mächtig. Die 80 noch nicht geknackt. Und da ist aber. Ichiban Itokoro wa? Also Körperform und Farbqualität sind die stärksten Kriterien. Für einen Showa hat er ein bisschen wenig Schwarz. Nervös ist er wie Tim, wenn er Bier trinken muss. Da gehe ich jetzt mal aus der Richtung, schauen wir uns gleich in der Wanne nochmal an. So, jetzt hat er sich beruhigt. Und als er gerade in die Wanne kam, hat er hier, unser Präsident, gesagt, Yokunata. Das heißt, er ist gut geworden. Und das kann man anders nicht sagen. Er hat nicht die Showa-typische Zeichnung. Ist auch kein Kindai-Showa, dafür ist es rot zu groß. Aber ein richtig geiler Goi. Tabun Shorai ni, ano Oya Goi, ne? Also in Zukunft wird er wahrscheinlich irgendwann mal Elterntier werden. Und hier der letztjährige Shubetsu, Best in Variety auf der Shinkokai. Und bei dem ist alles perfekt, geile Zeichnung. 4 cm ist er gewachsen, wie man ansehen sie? 75 cm, letztes Jahr war er 71. Und auch da Hikari Moi, Sumi Moi, Beni Moi, Moyo Moi, Karada Moi, Koishi Moi. Arigato. Ich habe gesagt, ist alles gut und der Züchter ist auch gut. Und dann hat er gesagt, Arigato. Arigato. Und dann Daisuki, ne? So, Mecha Daisuki. Mecha Daisuki. Also, er mag den richtig, richtig gerne. Tsugi no Himbyokai ni dashimasu ka? Das darf er jetzt nicht entscheiden. Ich habe gefragt, ob er eine Tsugi no Himbyokai ni mo ano dashimasu ka? Also. Immer happy. Also, er darf das natürlich nicht selber entscheiden, welche Fische auf Ausstellung gehen. Makoto hat gerade gesagt, er wird eingeschrieben. Und dann hat sich Akimoto logischerweise gefreut. Und hier nochmal im beruhigten Wasser ein sensationeller Kinshoba. Da kommt auch Akimoto mal rüber. Schauen Sie sich genau an. Nicht umsonst hat er den Titel gewonnen. Hontoni Kampegina Kinshoba, ne? Super. Marco, ikura? Maiori gochu appo. Ja, これ war ne, oya ni. Oh ja. Also ich habe gerade nach dem Preis gefragt und Makoto hat gesagt, es wird ein Elterntier. Und hier jetzt ein Ginrin-Showa, der zunächst mal von der Zeichnung lebt. Da schreit jeder, wenn er die Zeichnung sieht. Genau das wollen wir haben. Aber wir wissen, die Zeichnung ist nicht alles. Aremo Yonsei, ne? 72 cm, 4 Jahre. Und
一番いいところはもうよね。2番目質と体は同じね。でも前の近隣商売の質と体の方がいいね。Also, und das ist eben genau das. Er lebt von der Zeichnung, das möchte jeder. Aber der davor war sowohl vom Körper als auch von der Farbqualität besser. Das sieht man auch. Das Rot ist etwas orangefarbener. Das Schwarz nicht ganz so ergreifend tief. Der Körper fällt hinten etwas stärker ein als bei dem davor. Aber die Zeichnung ist halt top attraktiv. So, jetzt keine Frage, ein Weltklasse in Rinchowa, aber wenn wir alle was lernen möchten dabei, müssen wir die Fische ja logischerweise vergleichen. Wenn Sie jetzt zurückspulen zum vorherigen in Rinchowa, dann sehen Sie von der Qualität und vom Körper einfach einen Unterschied. Also, jetzt kriegen Sie mal was zum Verstehen, zum Nachdenken. Der nächste in Rinchowa, immer mal die Chiban Ikara da, ne? Ginrin no Shoba noch. Also unter den Ginrin Shoba hat er bisher die stärkste Körperform. Die Zeichnung ist gut, aber die Farbqualität überzeugt nicht in dem Maße, wie jetzt beim ersten zum Beispiel. Aber er ist teurer als der letzte mit der Superzeichnung. Und da sehen Sie die Bedeutung, die Wichtigkeit der Körperform. Das ist schon das Kriterium schlechthin. Und das ist kein schlechtes Beni, also das ist kein Koi, wo man sagt, das ist ein absolutes Schnäppchen, aber so stuft sich die ganze Nummer halt ab und so sieht ein Ginrin-Shoba mit sehr genialem Körper aus. So, und hier was ganz Außergewöhnliches, 73 cm, 5 Jahre, Goshki, Riesenkörper. Und außergewöhnlich wird es, wenn Sie sich das Indigo anschauen. Das ist ein ganz klassischer Shiro-Goshki, der nicht dunkel wird, der hell bleibt, der nur überall wieder die Mameshibori hat. Auf rote Zeichnung, auf weiße Zeichnung. Wie beim normalen Kurogoshki gibt es das sowohl als auch. Also sowohl welche, wo es nur auf weißer Haut vorkommt, als auch auf rote Zeichnung. Ich finde die total geil. Genau mein Ding. Richtig gut. Ichiban Itokuroa? Die Qualität ist das stärkste Nibame? Moyo. Also, Zeichnung und Körperform sind gleich gut und sind direkt im Anschluss an die Qualität zu werden. Oyagoi? Oyagoi, ne? So, die Idee bringt einen Koaku. Und zwar einen richtig geilen Koaku.76 cm. 4 Jahre, 76 cm Braumaß, dann würde er als 5-Jähriger auf 80 gehen, wenn wir einen guten Sommer haben. Richtig viel los heute. So, Chiban Itokuro wa Shitsu, Karada. Shitsu to Karada, daitai onaji, ne? Also, wir haben einen Kohaku mit gigantischem Körper. Schauen Sie den Schwanzansatz, Osutsu an Kopf, Schulter, Nacken. Hontoni tsuburashi Karada, ne? Und geiles Volumen, sehr guter Muskelaufbau. Genauso gut, sagt Akimoto, ist aber die Qualität. Wir sehen hier einen starken Farbglanz und schlechtes Kriterium. Ist die Zeichnung etwas zu leicht, aber bei der Qualität und dem Körper spielt das auch nicht die ganz, ganz große Rolle. So die richtig wichtigen Kriterien, Kopfzeichnung und so, da ist er gut. Und bin mal gespannt, ob der
jetzt zum Elterntier erklärt wird. Hier wird KHV-Probe genommen. Und hier schauen wir uns nochmal. Richtig, richtig geiler Kohaku. Und wie gerade schon angenommen, das ist ein Elterntier, weil aufgrund der Zeichnung für Ausstellung nicht geeignet, aber Qualität und Körper, das möchte man auf der Konishikoi-Farm bewahren. So, Dide bringt einen richtig geilen Sanke. Interessant, Makoto, vorher im Auto haben wir uns unterhalten, der ist jetzt 5 Jahre. Wenn er nur zum Hobby Koi züchten würde, würde er Kuchaku, Sanke und Goromo züchten. Das sind seine Favorites. Ah, der war super Rashi, ne? Ja. 73 cm. Super, super Rashi, ne? Ja? Ademoya? Also kein Elterntier, Urimono. Uru ist verkaufen und Mono ist die Sache, also eine Verkaufssache. Dann schauen wir uns gleich ein Membranwasser an. Oh, der hat keine Mozioi, ne? Also, der kann auch auf Ausstellung punkten. Wobei es da natürlich... Boah, schauen Sie die Zeichnung an. Mochotto oki Katasumi no Hogai, ne? Ein bisschen größeres Katasumi. Vorne direkt nach dem Maruten. Und vor dem ersten Rot am Körper. Das wäre der absolute Hammer. Aber Schwarzqualität spitzenmäßig. Fast alles Tsubosumi. Schwanzansatz geil. Riesenkörper. Das sind die Fische, aus denen Träume gemacht werden, liebe Zuschauer. Das ist das, was wir alle suchen. Kokui, ne? Gosai. Ja, Gosai. 5 Jahre. Gosai. Also, der war mit weitem Abstand bisher der teuerste Koi. Aber er ist wirklich vorne hier mal ein bisschen schwarz. Aber das auf extrem hohem Niveau gejammert. Den Preis, den die Jungs hier gemacht haben, der ist so, als hätte er das schwarz. Ja. Nee, gibt's nichts zu rütteln. So, jetzt kommt der Rest der Esser. Ups, heißt im Klartext, er hat das gefressen oder der Plan war, dass er das frisst, was die anderen liegen gelassen haben. Dass es zu keinen Schmottervorfällen im Naturteich kommt, dass da immer alles ratzi-patzi aufgegessen wird. Maiwa? Also 5 cm ist er gewachsen, der davor 7 cm. Ich habe ihn gerade gefragt, warum der Karashi nach Amazu kam. Das, was ich gerade gesagt habe, der frisst die Reste. Demo, ano, yoku tabe nakatta ne? 5 cm dake nobimashita. So. Also man hat ihn nicht gebraucht, die anderen haben so viel gefressen. Ich habe gesagt, weil er nur 5 cm gewachsen ist. Demo kirei na koi. Oh, mottai nai shimi aru, ne? Mottai nai. So, wie es aussieht, kommt hinten jetzt mein Lieblingsshow war von heute. War letztes Jahr in Imayonsai, ne? Oh, ja. War letztes Jahr in Nagatani. Gigantische Farbqualität, gigantische Zeichnung. Kohaku Rot, perfekte Schwarz. Nanayon. 74 cm, 4 Jahre, spitzenmäßig. Ichiban itokoro wa shitsu, ne? Moyo, karada. Chotto hossoi, ne? Chotto dake. Demo chotto yokunatta, karada ga? Also, er ist ein bisschen zu schlank momentan,
aber die Körperform ist besser geworden im Naturteich. Und man darf auch nie vergessen, jeder Koi entwickelt sich anders. Aber wir schauen den gleichen klaren Wasser an. Und Tim, nimm irgendwas, was deinen Kreislauf stabilisiert. Wenn du den Preis hörst, wichst dich um. Für Tim hier übrigens die beste Schule. Er wird jetzt in den nächsten Wochen so viele Koi sehen und fotografieren und Videofilmen. Und nur so lernt man Koi im Prinzip. So, und hier haben wir ihn nochmal. Also er ist preismäßig nicht so brutal durch die Decke, ähnlich wie der Ginrin-Show war vorher, der überwiegend von Zeichnung gelebt hat. Er hat Zeichnung und Farbe und Körperfeld etwas Volumen. Aber wie gesagt, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. 4 Jahre, 74 cm und ein sehr, sehr geiler Goromo-Showa. Das kommt immer wieder bei normalen Showa vor, dass eine Goromo-Zeichnung rausdrückt. Und ich meine, Itokorowa, Schütze, ne? Schütze Moyo Karada. Demo Karada, demo Daijobu. Nansen Jimari ni Noboru Kotokategiru. Also 85 kann er werden und ein richtig leckerer Koi. Sumidetta. Schauen sich die gigantischen Motoguru an. Und hier ein Ginrin Kohaku mit einer absolut umwerfenden Farbqualität. Im Karada, dem Monda über nein. Auch geiler Körper, aber Farbqualität überragt hier alles. Oh ja, nein. Also, Verkaufskoi und sensationell. Auch die Zeichnung finde ich richtig schick. Ich mag es manchmal auch wirklich, wenn die Zeichnung vor bis ans Maul geht. Schöner Körper, etwas kompakt, aber von sehr guter Muskulatur. Und hier wieder ein gigantischer Goshki. Nur ganz immer Yonsei. Yonsei? 4 Jahre, nur ganz leicht Indigo auf. Roten Schuppen, geile Zeichnung. Ichiban itokoro wa karada, ne? Also Makoto sagt das, was man im besten Fall über einen Koi sagen kann. Alle Qualitätskriterien gehen Hand in Hand. Kein schießt voraus und hat einen tollen Glanz, tolle Ausstrahlung. Und schau da ini ano mo chotto kuroku narimasu, ne? Narusodes. Er wird auch noch ein bisschen dunkler werden, aber er sieht schon mächtig cool aus. Und wenn Timmele mit dem Kugelschreiber den Kopf senkt, dann dreht sich so ein Koi, der ihn interessiert. Ist auch ein sehr teurer Koi, muss man dazu sagen. Kein Schnäppchen. Und hier haben wir eine Amazu Premiere. Der erste Matsukawabake, der nach Amazu kam, 4 Jahre, 78 cm. Ginrin Matsukawabake, ganz geiler Koi. Hey, so no, Kawao, misete kudasai. Stimmele drängt sich dazwischen und ein geiles Schwarz seitlich am Körper. Also oben hat er keinen Schwarz, das sind die Haare von Makoto. Ueno sumi wa ano Makoto no kami desu. So, moichido. So. Wir haben ja immer unseren Spaß. Karada wa kanpeki, ne? Kyuchu senji wa daijoubu. Also 90 kann er werden. Ganz außergewöhnlicher Koi. Und genau für sowas haben wir hier auch immer ein offenes Auge. Auch wenn es keine so populäre Varietät ist, das ist mega. So, und hier haben wir was ganz Außergewöhnliches. Genau mein Ding. Ein Aigoromo mit zusätzlicher leichter Asagi-Schuppenzeichnung oder einem leichten Grau auf dem Weiß. Die heißen Shunrai. Und der hat eine geniale Zeichnung, geniales Goromo-Han, geiler Körper, immer ein Nansai. Nansai? Gosai, Nansenji? 75, 5 Jahre. Geile Ausstrahlung, geiler Glanz. Genau mein Ding. So, Dieter bringt den nächsten. Moin, moin, Dide. Moin, moin, Dide.
keiner da. Mein Kutter hat am Mittagessen gesagt, das ist wohl sein neuer Name. Ich muss jetzt noch ein bisschen penetrieren. Na, na, zu gut, ne? Ja, ja, du gut, ne? Ja, ja, go. Ja, Junge. Ich habe mich gerade mit Akimoto gestritten, ob der jetzt 74 oder 75 ist. Bitte, wann sind Sie? Na, na, go, das. Na, na, go. Hi. Ja. Was hast du noch die Niere, ne? Also, er hat die I-75 gesagt. Dieter spielt im Team Deutschland, Team Deutsche. Der hat viel schwarze. Oh, Choto, Anno. Hairo, Anno, Kamiga Hairo Ninarimas, ne? Oh, hi. Moi, ne? Also auch. Akimoto wird grau, immer Nansai? Immer Nansai? Tanzu, Nana. Sono Hayai wa. Also mit 37. Da liebe ich doch dieses schöne Haar von Makoto. Wissen Sie, wie Japaner das mögen, wenn man sie anfasst? lecker, gell? Aber was will er machen bei einem guten Kunden? Der lacht Schneiderlein. Stimmel ist mit dem ganzen Rucksack voll Benimmregeln von seiner Japanischlehrerin hier angereist. Die habe ich direkt abgelegt. Die hat er direkt abgelegt, sagt er gerade. Nein, wir benehmen uns hier. Oi, schon war da, ne? Karada war sugoi. Also, wir sind wieder bei der Sache. Ein ganz genialer Showa. Ich meine, Itogoro war Karada. Niemand mehr Sumishitsu. Samban me Moyo. Yomban me Benigana. Also, Körperform, Schwarzqualität, Zeichnung und dann das Rot. Ist so traditionell, typisch ein bisschen orangefarben, würde mich überhaupt nicht stören. Immer Nansai? Immer Yonsai. Yonsai, no? Ah, Nanago. Nanayo. Nanayo. 4 Jahre, 74 cm. Traummaße. Nur, Tim hat bessere Maße. Wenn Sie sehen würden, was der Kerl ist, das ist unfassbar. Und hat aber 30, ne? Uritaku noi. So, ne? Urimas. Also, er ist nicht unverkäuflich, er hat gesagt, er will ihn verkaufen. Jetzt, an dieser Stelle, kommen genau Sie wieder ins Spiel. Geil. Und alles, was Karashi-Blut in sich hat, steht den ganzen Tag unter dem Futterautomat. Die sehen es überhaupt nicht ein, wegzugehen. Auch hier, der Teich hinten ist quasi leer. Die sind alle da, wo es Habba Habba gibt. Sehr geil. Ja, und da ist ein Corona-Kind, den habe ich das erste Mal wahrgenommen, nachdem er aus dem Naturteich Amazu zurückkam, Hongou, 3-jährig, jetzt ist er 4 und das ist eine Zeichnung, die ist unfassbar, Farbqualität ist unfassbar, rote Zeichnung, top schwarz, legt sie als Super-Sumi dazwischen, schauen Sie sich das an, das ist wie ein Kunstwerk. Bichitsu mit deiner, ne? Ja, ne. Sugoi. Und auch Osutsu, richtig cool. Geiler Körper. Yonsai, no, Nanachun, Nanasenshi, ne? Gosei? Also, ist 5-jährig, 77. Und auch hier, wir sehen auf dem Kiemdeckel ein bisschen schwarz. Und das ist ein sehr gutes Zeichen für eine hohe Schwarzqualität. Hat sich gut Kyuchu hat dein Job, ne? Shuraini. Also 90 weiß er nicht, aber 85 wird er allemal. Und den schauen wir uns auch gleich nochmal im blauen Wasser drüben an. So, und hier haben wir ihn nochmal. Und das ist ein richtiges Brett von Sanke. So, und ich habe es eingangs zum Block Amazu abfischen gesagt, ich bin gespannt, ob das Nibani bleibt. Aber das glaube ich schon einige Jahre da drauf. Aber schauen Sie sich den Körper an, schauen Sie sich das Schwarz an. Die Rotqualität Nibani ist ja nicht selten ein Zeichen von einem sehr hohen, sehr guten roten Farbstoffwechsel. Glanz ist super. Und was wird aus so einem Koi gemacht? So. Das lernt man hier als erstes. Und da ist es auch wirklich wurscht, ob die Mama Nibani hat oder nicht. Schauen Sie sich den Schwanzansatz an. Das ist brutal. Wie viel Nansenji? 73.
so als nächstes haben wir Goschki. Und Makoto, dieser da hat gesagt, Ikoi. Oh ja. Boah. Immer mal der Ichiban Igoski. Shirogoski, Ori, da ist er eine Gine. Also, das Rot von ihm ist noch besser als das von Shirogoski. Nansai, Gosai, ne? 5 Jahre, Nan Senji. 73. Und da gehen wir jetzt mal auf Zoom. Schauen Sie das mal an. Mega. Ich bin nicht so grob, aber Shih Tzu, ne? Shih Tzu, Muyo, Karada, Nandemui, ne? Hat sich gut, dem oder Jobu, Chorani, Chotto, Chotto. Also auch, er kann Stück um Stück auf 85 wachsen. Urimono? Ich habe gerade gefragt, ob es ein Verkaufskauf ist. Jetzt bespricht sich Makoto mit Akimoto, ob er zur Zucht eingesetzt werden soll. Das ehrt ihn natürlich. Sehr geil. Oh ja. Also, Glückwunsch, Schatz. Du darfst in Japan bleiben. Also, Makoto hat gerade Moichido. Also, dieser Koi hat kein Karashi-Blut, obwohl ein Goromo. Demo, ano, Karashi-Chi haite ru no Karashi-Goi to isho ni Kodori o shitai, ne? Also, das ist ein Elterntier und den will er eben mit Karashi, Goromo. Uruzena, watashi wa ima, watashi ga hanashimasu. Ich trage sehr so ruhig sein, ich rede gerade. Also er sagt, die Körperform ist super klasse. Sei jetzt nicht beleidigt, ja? Auf die Tour habe ich keinen Bock, wir arbeiten schon den ganzen Tag. Die Körperform ist Weltklasse. Dieses Weiß zwischen den Schuppen. Ano sono shiroi yatsuwa, ano akai, akai uroko no manaka ni, ano nisai kara, ne? Also dieses Weiß zwischen den Schuppen hatte ich schon von Anfang an, aber was ich jetzt sagen wollte, die Körperform ist super, die Qualität ist cool und das ist der sogenannte Heterosis-Effekt, wenn man jetzt wieder zwei unabhängige Blutlinien voneinander miteinander verpaart, was passiert dann, Tim? Was passiert dann? Der Heterosis-Effekt, das heißt, dass dann die Nachkommen, also wenn er jetzt ein Wachstum von 8 hat und die andere Blutlinie ein Wachstum von 9, dann geht man davon aus, dass die Nachkommen ein Wachstum von 10 haben, ja? Dass sich das dann hochmultipliziert. Können Sie mal nachschauen, Heterosis-Effekt ist ziemlich interessant, was Tierzucht angeht oder Pflanzenzucht, da macht man das so. Itsukutoriyoshitai? Nine natto. Und in 2 Jahren will er ihn schon züchten. Karada war Subarashi, ne? Körperform ist sensationell. Und können Sie sich noch an den Zank erinnern, wo ich vorher gesagt habe, der könnte den Katasumi gebrauchen. Und dieses Zank hat es, dieses Schulterschwarz. Shitsu war Subarashi, ne? Beni wa futsu, demo sumi wa sugoi. Karada mo sugoi. 本当にママが似てるね。ママの、あの体の形は大体同じね。そうそうそう。Also die Mutter von ihr hat eine sehr, sehr ähnliche Körperform und Qualität gehabt. Und das ist für mich ein absoluter Traum. Danke auch. Die Balance nicht 100%. Vorne ist der Schwarz etwas zu stark im Vergleich zu hinten. Aber wissen Sie, wie viel Zanke muss man züchten, dass Qualität, Körper und eine Gleichverteilung der Zeichnung plus Qualität, alles sich auf einem Koi vereint. Dann müssen Sie mal 10-mal auf die Shinko-Kai gehen und dann wissen Sie, wie selten diese Koi sind. Der hier ist ein Traum. Also, 77 cm und hier ist der obergeile Showa unseres Kunden. Und ich hoffe, ich habe nicht zu viel Brand gestiftet bei verschiedenen Ehefrauen, die jetzt ihren Mann im Verdacht haben, dass er heimlich einen Koi gekauft hat. Ich habe mir nachher im Auto überlegt, naja, tut man sowas? Nein, Spaß. Das Schwarz ist sensationell.
richtig geil. Körper hat mächtig zugelegt. Also er war, hat auch gerade Konishi da hinten rechts läuft rum, hat gesagt, dass der deutlich schlanker war letztes Jahr. Und Hachichigo Kyuchu war dein Job, ne? Also 85, 90 cm kann er werden. Wir sind gespannt, ob sich der Kunde für ein weiteres Jahr Naturteichaufenthalt entscheidet. Wahrscheinlich muss er, weil er von seiner Frau jetzt verdächtigt wird, den gekauft zu haben. Und wenn der nächstes Jahr einzieht, jetzt muss man auf die Macht des Vergessens bauen. Das in 2 Jahren. Naja, lassen wir das. Geiler Koi, Glückwunsch an. Und wenn man so einen Koi sieht, mit so einem Kopf, mit so einer Qualität, mit einer relativ langweiligen Zeichnung, von ein bisschen zu stark betont. Shirochi Mosugoi, ne? Shirochi, weiße Haut, superklasse. Atama no Kiwamui, das heißt, die Abgrenzung am Kopf ist sehr scharf. Sehen wir jetzt sehr gut. Und Karadawa Sugoi, ne? Kampeki. Und das ist ein Elterntier. Kein Zweifel. Itsukara, Vittorio-Stein. Und auch er in 2 Jahren dann jetzt mal auf dem vorläufigen Zuchtprogramm. Also, hier haben wir einen Anwärter auf dem nächsten Shubetsu auf der Shinkokai. 84 cm. Shirobeko. Karadawai, ne? Sumimoi, Moyomoi. Früher, als ich angefangen habe mit Koi, hat man die immer Schweinsköpfe genannt. Weil bei keiner anderen Varietät wie beim Shirobeko oder beim Kumonryu noch kommt der gelbe Kopf so stark zur Geltung, weil er ist natürlich ein Sanke gebürtig. Wie heißt du mit Mädchennamen? Du bist ein Gebürtiger. Beim Sanke ist natürlich rot am Kopf und dann ist das Gelb nicht ganz so auffällig. Aber die Hautqualität von ihm ist gut. Shirochi Moi, ne? Ja. Sono Ichigatsu made ni ano karada mo hat karada no hata mo chotto shiroku narimasu ka? Also und bis Januar wird er dann wahrscheinlich auch noch weiß am Kopf. Himbio kai ni dashitai? Wie der gerade guckt. Ich frage ihn, ob er den zur Shinkokai bringt und der guckt. Honto ni? Also will er wirklich. Ganz geiler Koi. 84 cm. Hachichugobu, ne? Nee, ne? Also sind alle ganz angetan von dem Beko. Und ich habe gerade zu Konishi gesagt, aber Beko ist ja nicht so dein Fall. Dann sagt er, boah, gute Koi liebt er alle, er liebt eh alle Fische. Aber das ist schon was richtig, richtig Leckeres. So, wir sind fertig für heute. Das war der letzte. Domo arigato gozaimashita. Domo arigato, arigata. Alter, bevor du dich über mein Japanisch lustig machst, ja, lernst du bitte Deutsch. Watashi no Nihongo ni tsuite marattara, ne? Saishu ni Deutsch-go benkyou shite, ne? Onegai shimasu. Dankeschön. Dankeschön, genau. Dir gebe ich gleich Dankeschön. Ja? Dann geht es eine Runde schwimmen mit einem Beko hier. Gehen wir noch zu Dide und zu Abikun. Die lachen schon. Oh, jetzt liegt hier kein Abunayo. Die haben die Platte schon weggemacht. Moin, moin, Dide. Moin, moin, Dide. Moin, Abikun. Moin, moin, Abe. Na, etwas verhalten. Also hier ist wirklich nichts mehr drin. Machen Sie es gut. Vielen Dank. Domo arigato gozaimashita. Arigato.